Also wir haben drei Fahrzeuge, ne? Also wir haben Dells Maschine, wir haben die von Hiro und die von Detective David Smith, Voll die ne? Biker Gang, ja. Genau, alles Voll die Biker Aerobikes. Es ist auch Gang. ziemlich kalt, also es ist schneidig kalt. Du hattest ja, Helen, dich beholfen mit diesem Veränderungszauber auf Temperatur, dass du da nicht einfrierst irgendwie mit Hiro auf der Maschine. Bonnie, du hast dich von Genau. innen warm gehalten, aber also für dich war es schon zapfig, ja. Ja, war richtig kalt. Ich glaube, einer von den Tankstellenbesitzern ist der gern behilflich mit einer Jacke. Ich sehe da kein Problem. Ihr habt den Mann gehört. 52, Größe 52, Das los. Ja, dann würde ich ja, heißt, wenn, also mit den Worten von Dell im Rücken, würde ich mir tatsächlich was aussuchen, was passt. ja, also die drei sind ja komplett eingeschüchtert inzwischen und sie geben dir dann eine Jacke, die du dir überwerfen kannst, die auch genau. Seht als spendet an die Kirche, meine Söhne. Ja, bitte, bitte. Ne, die wollen keinen Stress mehr. Den reicht's für heute. Und dann macht ihr euch auf den Weg. Richtig? Ja. Okay, wieder die gleiche Verteilung auf die Maschinen und Helen, du zauberst wieder deinen Wärmezauber. Okay. Genau. Muss ich würfeln? Kriege ich Erschöpfung? Irgendwas? Du hast es ja über deine Expertenfähigkeit abgehandelt das letzte Mal, also mit Stimmt. passiver Magie wirken. Das heißt, du hältst den passiv aufrecht und Stimmt. würfeln musst du auch nicht, das passt von deinem letzten Wurf. Ist okay. Okay, supi. Und dann fahrt ihr oder fliegt ihr mit den drei Bikes Richtung Brooklyn. Seid eine Stunde unterwegs, vielleicht unterhaltet ihr euch noch ein bisschen über euer Comlink, so gut es halt funktioniert. Auf dem Moped, vielleicht schweigt ihr auch einfach. Bonnie oder beziehungsweise Nathan Gary ist wahrscheinlich mit Ausnüchtern beschäftigt, ja. Der frische Wind tut gut. Der frische Wind tut gut. Ich würde auch vorschlagen, Hiro und Dell, ja, wir behalten die Praxis mit dem offenen Comlink vielleicht bei, wenn wir jetzt in potenziell gefährliche Situationen uns reinbegeben. Ja. Das halte ich auch für sinnvoll, vor allem nachdem der Spielleiter nach unserer Bewaffnung gefragt hat. Ja, genau. Okay, also ihr düst, ohne Zeit zu verlieren, nach Brooklyn. Als ihr dann in der Nähe von Brooklyn ankommt, nehme ich mal an, dass Helen, du wirst wahrscheinlich das Signal weiter orten und präzisieren. Wenn du noch willst, möchtest du noch irgendwie das Handy genauer, also neben der Ortung versuchen zu hacken oder sowas? Oder sagst du möchtest erstmal wissen, wo es genau ist und dann geht ihr da hin und schaut euch die Gegend an und dann versuchst du vielleicht einen Hack vor Ort? Also, ich glaube, so während der Fahrt, also Schwierig, ich ne? weiß nicht, wenn du mir das zulässt, ohne Erschwernis, würde ich, aber ansonsten machen wir es halt vor Ort, wenn ich näher am Signal bin, dann einfach nachdem wir gelandet sind. Okay, gut. Dann fliegt ihr erstmal weiter, würde ich sagen, nach Brooklyn rein, Richtung dieses Mittelschichtsgebiet. Also die Gegend wird schlechter, der Drohnenverkehr nimmt wieder ab. Jetzt ist ja die Maschine von Dell ist ja ziemlich laut. Die von Hero ist leise. Wie ist denn das bei dir, Detective Smith? Auf was für einem Also Hobel ich habe hockst du? eine ganz normale mit Elektromotor. Okay, Also also jetzt auch nicht so laut. kein Oldschool-Ding. Okay, gut. Ja, also Dell hört man deutlich. Scheiße. Sollen Katzen nicht eigentlich sneaky sein? Frag ich mich. Nicht, wenn sie rumlaufen, rumröhren wie ein Vielleicht Löwe. nicht, wenn sie 2 Meter groß sind, dann. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren, ja. Okay, wie geht ihr vor? Also Helen hat irgendwann das Signal so, sage ich mal, auf 10, 15 Meter genau getrackt tatsächlich. Das ging, es wird mal wieder Radius größer, mal kleiner, je nachdem, wo sich das Ding befindet. Es ist konstant. Es scheint irgend so einen Laden zu sein für, ja, sage ich mal, so nicht kein Tabakshop, aber du kannst halt Zigaretten kaufen, Getränke, ein paar Zeitschriften, sowas. Also da in der näheren Umgebung, in einem schlechteren Mittelschichtsgebiet. Da kommt das Signal her. Ich Ja, dann würde würde ich. gerne, während wir vielleicht noch auf den Bikes sind, Röntgensicht casten auf mich und vielleicht noch jemand anderes, der es nicht schon über. Hiro hat es ja schon im Auge, ne? Genau, ich würde es auch anschalten. Also beschreibt es einfach für mich mit vielleicht. Ja. Ja, ich würde es, glaube ich, auf mich einmal zaubern und noch auf Dell, weil dann sind wir auf drei Fahrzeugen und können schon mal so ein bisschen
durch die Wände gucken und schon mal sehen, wie viele Leute vielleicht drin sind, oder? Die Röntgensicht an sich ist nicht so mächtig, dass du durch Wände unbedingt durchgucken kannst. Das kommt darauf an, wie gut du würfelst. Und es ist auch so, wenn du sagst, du wirkst diesen Zauber aktiv, dann hast du ihn für ein paar Kampfrunden und dann müsstest du ihn erneut wirken. Das heißt, du kannst damit unter Klamotten irgendwelche Waffen finden, kein Problem. Durch eine dünne Wand durchschauen, auch kein Problem. Aber jetzt so komplett durch ein Gebäude durch, keine Chance. Genau. Was ist mit Infrarotsicht? Kann man damit... Ich habe nur Infrarot. Genau. Ja, aber damit kannst du ja doch eigentlich so Wärme und Personen besser ausmachen als mit Röntgensicht, oder? Genau, da kommt es jetzt wieder drauf an, wie viele Mauern sind dazwischen, wie viel hast du einfach, was deine Infrarotsicht blockiert. Ja? Also so ein Gebäude komplett durchscannen geht damit auch nicht. Ja. Mhm. Zumal das ist so ein... Du willst vielleicht auch das gute Alte ranfahren und klopfen. Aber was würde ich denn mit meiner Infrarotsicht zumindest sehen? Es ist ja sehr kalt, das heißt, Wärme zu sehen ist jetzt relativ gut möglich an der Stelle. Das heißt, irgendwelche Abzüge siehst du, klar, durch eine dünne Wand könntest du durchgucken. Das Gebäude, dem ihr euch da nähert oder was ihr auch über irgendeinen Google Maps oder sowas sehen könnt, es ist so ein altes Backstein-Ding, also das ist so ein altes Gebäude in so einem Mittelschichtsgebiet, das heißt, die Wände sind sehr massiv und solide, die Fenster nicht ganz so gut isoliert, das heißt, da jetzt mit Infrarot durchzugucken, ist wahrscheinlich eher möglich. Okay. Und sehen wir schon Leute da drin? Ja, ich würde jetzt gerne erstmal wissen, fliegt ihr da jetzt einfach alle drei drüber? Wie nähert ihr euch diesem Gebiet? Das könnt ihr noch einmal kurz ansagen, wie ihr da jetzt vorgehen möchtet. Ob ihr da jetzt zu dritt einmal drüber fliegt oder was ihr da jetzt macht, ja? Also wie ihr das angehen wollt. Sind in diesem Gebiet irgendwie... Da man Dell ja eh hört. Da man Dell ja eh hört, ist ja die Überlegung, er vielleicht einfach zur Vordertür, an der Vordertür, weil man hört ihn eh und wir vielleicht ein bisschen weiter weg und dann eventuell dazukommen oder ob wir einfach alle drei da irgendwo landen wollen und Vielleicht gehen Dave, ich und Dell vorne rum, weil nur der Tiger sieht vielleicht sehr bedrohlich aus. Ja, das können wir vielleicht ein bisschen relativieren. Und die sneaky Profikiller gehen vielleicht aufs Dach oder nach hinten, einfach um nochmal eine zweite Seite abzudecken. Andererseits würde ich nicht gerne die Gruppe trennen wollen in so einer Situation, weil er ist jetzt very squishy. Ja gut, wir wissen halt nicht genau... Schon gefährlich jetzt hier, ne? Also wir wissen ja nicht genau, wo er ist. Ob er jetzt im Kiosk ist oder in irgendeinem anderen ein Nebengebäude oder Nebenwohnung. Vielleicht teilen wir uns auf. Also der Plan klingt eigentlich gut, ne? Also auch wenn er gegen die... Ja, finde ich auch. Die alte Rollenspielerregel verstößt, aber... Es ist aber auch nur Bonnies Rollenspielerregel. Das handhabt ja auch nicht jeder so schlimm. Hat Angst vor seinen eigenen Es bietet sich ja an, weil wenn ich da wirklich vor der Lagerhalle landen sollte, dann ist die Ablenkung schon da. Also. Es ist keine Lagerhalle, es ist eine Straße, die da runter geht in diesem Mittelschichtsgebiet und es ist so ein kleiner Eckladen, also da geht noch eine Seitengasse rein neben dem Laden und an diesem Eck ist dieses Geschäft, was auch wirklich mini ist und da in der Gegend irgendwo, Hinterhof, Gebäude, da irgendwo habt ihr dieses Signal eben. So, dann ist die Gruppe ja nicht wirklich getrennt. Eine sind hinterm Haus, die anderen sind davor. Ganz kurz, also Dave und ich finden bestimmt einen Grund, um irgendwie Zigaretten oder was zu trinken zu kaufen, um da vielleicht einfach reinzugehen und einmal aufzuhören. Hat der Laden noch offen? Der hat noch offen, ja, genau. Helen wollte noch irgendwas anmerken? Ich wollte wissen, ich habe ja schon so ein bisschen gehackt und habe ihn ja geortet, habe ich auch rausgefunden, wie Milo aussieht. Ihr habt eine Grobbeschreibung von Milo. Du hast nicht rausgefunden, wie er aussieht. Da müsstest du jetzt wirklich versuchen, sein Handy zu hacken. Ne? Okay, ja gut, das wäre jetzt auch das Erste, was ich machen würde, nachdem wir gelandet sind. Okay, das heißt... Wenn wir das jetzt so machen. Wenn wir uns jetzt aufteilen, ja, und das ist ein Laden, dann hat er ja wahrscheinlich einen Liefereingang, oder? Und durch den, denke ich, kommen wir dann am besten rein. Besser als übers Dach, weil da müssen wir ja durchs ganze Gebäude erstmal runter. Mhm. Genau, also es gibt direkt hinter diesem kleinen Laden einen Hinterhof, in den man quasi reingucken könnte. Müsstet ihr euch näher angucken, wie der zugänglich ist. Und der Laden ist mini, also diese Stecknadel ist da drauf, direkt am Eck. Gut, man müsste mal reingehen, um zu sehen, wie groß er dann wirklich ist und was sich in dem Hinterhof noch verbirgt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Hinterhof hinter dem Laden und der Hauptzugang ist vorne an der Straße. Genau, es ist aber auch keine Hauptstraße, es ist mehr so eine kleinere Nebenstraße oder sowas.
Ja, dann hört sich das halt nach einem soliden Plan an. Würde ich auch sagen. Kann ja nichts schief gehen. Nö. Okay. Das heißt, Dell, du landest direkt vor diesem Laden oder halt irgendwo in dieser Nebenstraße? Mhm. Vor dem Laden oder in der Nebenstraße? Von mir aus ganz davor. Okay, also direkt davor. Und Detective Smith und Nathan Gary, ihr landet wo? Ja, wollen wir einmal in den Laden reingehen? Oder ja, willst du schon, oder? Ja, erstmal auschecken, was das hier. Vielleicht kriegt man ja raus, wem die Lagerhalle gehört. Vielleicht kriegt man ja raus, wie es hier in der Gegend einfach so ist. Einfach mal ein bisschen auskundschaften. Und wir sind Dudes, die können sich hierher verlaufen. Warum nicht? Ne? Also. Der Laden, Schaufenster, kann man da von außen sehen, was drinnen los ist. Okay, ich weiß jetzt, wo ihr drei hin wollt. Die anderen beiden noch kurz. Wo landet ihr mit eurem Hover Aerobike? Also ich würde alle Lichter ausmachen und halt so leise und unauffällig wie möglich im Prinzip gerade runtersteigen in den Innenhof. In den Innenhof, okay. Und dann schauen, was die, also erstmal, ob da natürlich jemand ist, ja, aber dann nach der Tür suchen. Okay, gut. Das heißt, dein Manöver dauert dann ein bisschen länger, weil du im Innenhof landest, der tatsächlich nicht so groß ist. Aber es ist machbar. Wir sind alle verbunden, oder? Also jeder hört, was der andere sagt, richtig? Hatte ich so verstanden. Okay, gut. Komm, Linke. Ja, nice. Gut, das heißt, Dell, ne, einmal runter, die Dinger vibrieren ein bisschen von diesem, von dem Laden. Das Ding hat eigentlich nur eine große Doppeltür, die irgendwie aufgeht. Genau. Und du landest direkt davor. Und es gibt quasi kein Schaufenster. Du landest vor diesem kleinen Eckladen und denkst dir, okay, da passe ich rein und dann kann ich mich einmal umdrehen und dann war's das, ja. Woher weiß ich denn, dass es ein Laden ist? Ist da ein Schild dran, was die verkaufen? Da steht irgendwie sowas wie Tabakstore, ja. Open. Es ist so ein kleiner Laden, wo du dir Zeug kaufen kannst, ein paar Zeitschriften oder sowas, Bier, Alkohol, ja. Ja, damit kann ich schon was anfangen. Aber tatsächlich ist deine Frage berechtigt, weil es war halt diese, du hast es halt gefunden auf dem Maps-Ding, das war jetzt nicht so eine Beschreibung von Öffnungszeiten von bis und sowas, sondern einfach nur, ja, hier kannst du halt Sachen kaufen, also der Laden ist so ein bisschen wahrscheinlich für die Leute in der Umgebung, die schnell nochmal was trinken wollen oder denen die Zigaretten ausgegangen sind, die gehen dahin. Man fragt sich aber schon, warum der sich hier in der Gegend halt halten kann. Also vielleicht hat er Laufkundschaft, die da hingeht. Wenn du dann die Größe siehst, ist wieder ein bisschen so, okay, kannst du dir vorstellen, da hockt halt so einer drin, der irgendwie Zeug verkauft, der ein bisschen Miete abdrückt oder ihm gehört da irgendwas. Das passt dann wieder, ne? Es ist kein großer Laden. Genau. Gut, also du... Ja, ich würde da einfach mal rein. Gut. Würde mich mal umschauen, was denn der anbietet, weil Dell hat schon... Nach der langen Fahrt hat er schon Hunger. Okay. Ja, also du gehst rein in diesen Laden. Du hast rechts so zwei Kühlschränke, sage ich mal, wo kalte Getränke drin sind. Auf der linken Seite gibt es ein paar Zeitschriften und da kannst du auch Zigaretten und Zigarren und sowas kaufen. Dann hast du eigentlich direkt hinter den zwei Kühlschränken eine Theke, wo ein Typ dahinter hockt und seitlich gibt es da noch eine Tür, die von der Theke weggeht und das war's. Also das Ding ist wirklich mini. Ja, da kannst du dich einmal umdrehen und wenn jetzt noch Dell und Bonnie damit reinschlappen, dann ist der Laden aber sowas von voll. Und der Typ, lasst mir den Vortritt, Entschuldigung. Ja, und der Typ, der hinter der Bar sitzt, ist ungefähr 1,90 Meter groß, hat schwarze kurze Haare, eine Brille mit Headset, fällt dir auf. Ist ein bisschen dicklich, kräftig und sitzt da halt ja auf seinem Hocker, ne, und guckt dich halt an, wie du reinkommst und meint, guten Tag, schaut einmal an dir hoch. So eine Grüße. Haben Sie hier was gegen den Hunger? Ja, aber ich weiß nicht, ob es für so eine Großkatze reicht. Was verdrückst denn du am Tag, ey? Ja, was ich so finden kann. Ich habe ein paar Tüten Chips, ja, und ein paar Schokoriegel. Ja, heute war Mau. Die nehme ich alle. Okay, also du legst sie mal auf die Theke hin. Die anderen zwei beiden kommen auch rein, oder? Also ich würde mir das erstmal angucken, draußen eine rauchen. Okay. Ja, ich rauche auch eine mit. Dave hat noch eine für mich. Na ja, klar habe ich eine für dich. Danke. Der Typ guckt dich dann an und meint, du wärst mir aufgefallen, ich habe dich noch nie hier gesehen.
Ja, ich bin normalerweise nicht hier. Habe Laden gesehen beim Drüberfliegen und habe Hunger. Habe ich gedacht, probiere ich mein Glück. Ja. Währenddessen fange ich schon an, die Schokoriegel aufzumachen und zu essen. Ja, also er schiebt die dir rüber, will dann 100 Credits von dir haben, ja, und meint, okay, mehr habe ich aber auch wirklich leider nicht, ja. Sag, nehme ich noch hier Sixpack von dem Bier da zum Runterspülen Ja, und bitte. bezahl dann mit meinem Comlink. Genau, er meint, greift zu. Es ist hier quasi Selbstbedienung. Er kommt ja hinter seiner Theke quasi nicht raus. Selbst wenn er das wollen würde, an dir vorbei, das wäre alles Ist ätzend, das ja. Problem, wenn ich gleich hier esse, weil draußen ist schon ziemlich kalt. Du, habe ich erstmal kein Problem damit. Wo kommst denn du her? Also, wenn du hier jetzt drüber fliegst, wie gesagt, ich habe dich ja noch nie gesehen. Ja, ist doch egal, ich bezahle meine Ware, ich esse die Ware und danach gehe ich wieder. Okay, ja, gut. Ich frage ja bloß. Ja, Okay. dann lehne ich mich bei irgendwie hin, fange an zu mampfen und warte mal, dass die anderen beiden reinkommen. Die draußen beim Rauchen stehen. Ja. Okay, dann dürfen bitte mal Helen und Hiro auf Sehen würfeln. Aufsehen. Das ist So. mit einem W10 zu unterwürfeln, ne? Richtig, genau. Sehsinn. Genau eine 5, also 5 gegen 5. 3 gegen 6, also geschafft um 3. Okay. Ja, du wolltest ja an dem Hof runtersteigen und hast auch gesagt, du guckst, ob da jemand ist. Und tatsächlich steht in dem Hinterhof ein Typ, den du von oben sehen kannst. Du dachtest erst, das ist eine Pflanze, bis die Pflanze sich komisch bewegt hat und du gesehen hast, dass da auch irgendwie Arme dran hängen. Also es scheint irgendein Mutant zu sein, der sich in eine Pflanzenrichtung entwickelt hat. Das Haar, das ist noch so, ja, schaut so laubmäßig aus halt, was er auf dem Kopf hat. Die Haut ist so borkig. Er hat auch einen Mantel an, einen dunklen allerdings. Und mit deinem Wurf, den du jetzt mit 3 unterwürfelt hast, siehst du auch noch, dass er ein Schwert an der Seite hängen hat. Und was dir auch noch auffällt, ist eine humanoide Drohne, die neben Mülleimer steht. Ob die jetzt aktiv ist oder nicht, weißt du nicht, aber die steht da halt rum. Genau. Helen, dir ist der, ich sag mal, der Typ mit der Borkenhaut, ist dir auch aufgefallen, der da draußen steht. Und ihr Ich möchte seht. gerade einmal sagen, ich hab gerade gesehen, dass ich Nachtsicht auf 3 habe und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ist das nicht so ein permanentes Ding als Schattenmagier oder muss ich das aktiv benutzen? Du kannst es aktivieren, es kostet dich nichts erstmal. Du kannst es aber verstärken, Okay. wenn du nochmal würfelst. Aber wenn du jetzt sagst, es ist aktiv, weil es ist dunkel, ist das kein Problem. Ja. Ja, Genau. hätte ich aktiviert. Nur ist mir nur gerade aufgefallen, dass ich das hier habe. Genau. Okay. Dann fällt dir der Typ auf, dir fällt auch die Drohne auf mit deinem Wurf. Der Typ mit dieser Borkenhaut, mit dieser rindigen Haut und dem Laub auf dem Kopf ist am Rauchen. Und ja, steht halt da in diesem Hinterhof. Genau. Ja, dann sollten wir da Okay. vielleicht doch nicht landen und uns irgendwie einen anderen Weg in diesen Hinterhof suchen oder vielleicht doch einen anderen Weg nehmen, weil das wäre ja schon einfach so random in einem Hinterhof zu landen, ist glaube ich schon so ein bisschen auffällig. Ja, sagen wir mal so. Ich schau mal, gibt es da irgendwo vielleicht einen Punkt, wo man sich unauffällig abseilen kann? Denn ich habe ja immer noch meine Enterhakenkanone. Dann könnten wir das Motorrad auf einem, das Aerobike, Entschuldigung, auf einem der Dächer parken. Genau, also der Hinterhof ist auch relativ klein, der ist natürlich ein bisschen größer. Du könntest versuchen, dich da abzuseilen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gesehen wirst, ist relativ hoch an der Stelle. Es gibt aber, also der Hinterhof ist quasi so quadratisch, nicht so groß. Da geht eine Treppe runter ab im Keller, wo der davor steht. Wie gesagt, ein paar Mülltonnen, es gibt ein paar Hintereingänge und dann macht das Ding nochmal so einen Bogen ums Eck, wo es vorgeht, Richtung Laden. Und an der Stelle könnte man versuchen, sich abzuseilen, weil das nicht in Sichtweite von diesem Borkentyp ist mit der Borkenhaut. Genau. Hey, ich überlege gerade, ob das vielleicht am besten ist, hier in der Luft erstmal ein bisschen zu schweben und Luftüberwachung zu bieten, falls der Milo irgendwie versucht abzuhauen, ne, hinten durch den Hinterausgang oder so. Das wäre eine gute Idee. Ne? Dann würde ich Aber ich sagen, glaube auch eher, dass wir ihn gleich raustreiben, als dass wir ihn dort drin festhalten. Ja, halten wir ja, weil uns da das kann nicht ich die ganze auffällig? Zeit. Aber ist es nicht auffällig, wenn so ein Aerobike die ganze Zeit drüber schwebt? Es ist ja Ich leise. meine, die sind zwar leise, aber du bemerkst es doch trotzdem, oder? Naja, Ja, also aber wir können noch. auch auf dem. Nah ans Dach gehen, weißt du? Ja, wir So, dass können auf man dem Dach vielleicht das landen gerade auch, nicht eventuell. sieht. Also, ihr könnt auf dem Dach landen, ihr könnt auch wieder hochgehen. Klar, wenn der Typ jetzt hochguckt, oder irgendwie mal so ein bisschen schräg nach oben guckt, dann könnt ihr euch schon bemerken. Genau. Gibt es denn die generelle Lautstärke hier in der Gegend?
Es geht. Also, wie gesagt, ihr seid jetzt nicht an der Hauptstraße, das ist so eine Nebenstraße. Da ist auch nicht viel los. Also, ihr seid da jetzt gelandet in der Seitengasse. Irgendwo standen vielleicht noch ein paar Typen um eine Tonne rum oder so. Aber das war es auch schon. Also, die Leute, die gerade draußen sind, die müssen sich irgendwie warm halten. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, das ist wirklich zapfig, also richtig kalt. Das heißt, da läuft jetzt auch keiner rum, wenn er nicht muss. Das heißt, die Leute sind eher drin, wenn sie die Möglichkeit haben. Wenn sie draußen sind, dann gucken sie, dass sie irgendwie sich halt warm machen. Genau. Von daher ist es eigentlich relativ ruhig, sage ich mal. Du hörst klar die Hauptstraße und in dieser Nebenstraße, da fährt vielleicht auch mal was durch, wo ihr jetzt seid, aber es ist nicht viel los. Ja. Ist der Hinterhof denn abgesperrt? Also ist es offensichtlich, dass es nur für die Anwohner und die Geschäfte ist? Genau, also du siehst auch noch, der Hinterhof, da sage ich mal, da ist ein Tor, ein Stahltor und das ist auch überbaut, also da geht es dann noch hoch. Das heißt, das Gebäude hängt eigentlich da noch drüber und es ist dann unten vergittert. Hat man vielleicht von außen gesehen, als du drüber geflogen bist. Also dieser Innenhof, der scheint exklusiv zu sein für ein paar Leute. Was euch auch auffällt, ist, dass die Fenster, die in diesen Innenhof reingeht, zum Teil vernagelt sind oder ja, zugehängt oder sowas. Und das Gebäude, das hat 4 Stockwerke. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Luftüberwachung. Ich würde regelmäßig zwischen Infrarotsicht und Nachtsicht wechseln und halt schauen, dass ich wirklich alles mitkriege. Und dann sind wir halt einsatzbereit, wenn es Probleme gibt. Bleibt ihr da jetzt? In der Zeit halt hacken. Okay, bleibt ihr mit dem, also, mit dem Bike in der Luft hängen oder landet ihr auf dem Dach oder wie macht ihr das? Das war mir jetzt noch nicht klar. Ich suche mir einen Punkt auf einem Dach, vielleicht zwischen 2 Gauben oder sowas oder direkt an der Ecke, wo ich denke, dass uns der Baumann ja nicht sieht, sodass wir in seinem toten Winkel sind. Mhm. Und ja, das wäre der Plan. Genau, landest da aber nicht, sondern du stehst in der Luft. Vielleicht lande ich da, also ne, dann kann ich ja auch schnell abheben, dann verbrauche ich nicht so viel Strom. Okay, gut. Ja. Genau, und während halt Hiro das beobachtet, würde ich halt versuchen, das Handy irgendwie zu hacken und irgendwie noch mehr Infos zu kriegen über Milo. Vielleicht auf seinen vollen Namen, wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Okay, gut, also du landest auf diesem Flachdach und Helen, du kannst dann mal auf Hacken würfeln, genau. Oh. Das ist schon mal eine 12 plus 14 sind 26 plus, was ist auf Intelligenz, ne? Mhm, genau. 36. Ja. Okay, also du versuchst es, das Handy da zu hacken oder das Smartphone. Hast du dir da bei Hacken noch irgendwelche Perks organisiert? Nee, hab ich nicht. Also du versuchst in sein Handy da reinzukommen. Spuren verwischen wäre das, nachdem ich gefragt hätte. Und du merkst, dass du nicht reinkommst und sogar irgendeine Software gegen dich arbeitet. Das kriegst du noch hin mit deinem Hackenwurf. Das heißt, du versuchst reinzukommen und du bist quasi aufgeflogen. Ja? Oh, Helen, brauchst du Hilfe? Ich kann Spuren verwischen. Ja? Dann würde ich ihm mein was? Wie heißt kann ich gewesen, aufhören zu observieren und eingreifen? Comlink und Smartphone, ja, wenn du mitkriegst, ist ja, genau. Wenn Helen würde ich mal ihm mein Comlink zur Verfügung geben und würde dann einmal die Position wechseln, meine Nachtsicht aktivieren und während Hiro versuchte, ja, das zu unterbinden, würde ich dann halt versuchen zu observieren, ob sich irgendwas tut im Innenhof. Okay, dann darf Hiro natürlich jetzt auch noch auf Hacken würfeln. Und du guckst runter in den Innenhof und du siehst jemand, die Treppe hochkommen, die nach unten geht. Also ist ein großer Kerl, auch ein bisschen mehr auf den Rippen, schwarze, längere Haare, ölig, nicht mehr ganz so dicht, circa 50 Jahre alt, könnte dieser Milo sein. Die Beschreibung, die er gekriegt hat, würde auf ihn passen. Genau, der gesellt sich zu diesem. Der gesellt sich zu dem anderen Typen da, der gerade noch am Rauchen ist, ja. Und zündet sich mit einem Streichholz eine Zigarre an. Ja, okay. Ich hätte eine 40 gehackt. Ja, das ist eine 40 gehackt. Zusammengerechnet, ja. Ja, du merkst, dass du keine Chance hast, da noch irgendwas zu drehen. Das heißt, der Standort von diesem Comlink wird auffliegen, die IP-Adresse, alles. Ihr seid gut unterwegs, weil ihr habt es rausgefunden. Und wer auch immer dieses Ding geschrieben hat, ja, oder da gegen euch arbeitet, der ist relativ gut unterwegs, genau. Okay, dann klappe ich meinen
mein Ringfinger zurück, ja. Das kommt ein Elektroschocker raus und ich. Und ich ramm den halt einfach da rein, ja, und elektrifiziere einfach so. Hero, warum? Nein, scheiße, du hast jetzt nicht wirklich meinen Komplik gefreit. Hat er gerade, ja. Entschuldigung, der hätte alles über dich rausgefunden. Du weißt nichts über den. Weiß. Und auch noch mit dem Mittelfinger, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, Helen ist raus aus der Konversation, oder wie? Ja, genau, die ist weg. Ja. Ich weiß, dass es sein musste, aber das Ding ist mein Leben. Okay. Auf dir Neues, du wirst doch hoffentlich Backups haben. Helen, du machst es doch auch nicht zum ersten Mal. Hier, ich gebe dir das Verkohlte, noch leicht rauchende. Aber ich hab da sonst nichts mehr. Okay. You got Apple Care? Ja, okay. Also ihr. Du musst mich kurz ein bisschen sammeln. Du musst dich sammeln, okay. Ja. Und dann übergeht Hiro, du gehst wahrscheinlich dann wieder über zum Observieren und lässt Helen sich beruhigen, guckst da runter. Ja, du siehst ihn, wie der Typ unten seine Zigarre da antündet und dann sein Comlink, sein Smartphone rauszieht. Oh. Irgendwie drauf rumwischt. Meint, das hörst du sogar da oben. Was? Hacken? Siehste, ich hab doch gesagt, der Junge ist noch was wert. Das Tool ist von dem. Und dann müsstest du auf Hören würfeln, um zu verstehen, was der andere sagt. Ja, dann würfle ich mal auf Hören. Das 5 unterbieten habe ich mit einer 9 nicht geschafft. Okay, alles klar. Der andere gestikuliert da irgendwas zurück, genau. Und ja, dann unterhalten die sich da unten, was du jetzt da oben nicht mehr verstehst. Ja, denn an, war das Milo? Wenn der. Ich würde mich bis so ein bisschen den Kopf schütteln und wieder runterschauen. Und das hat ja auf die Beschreibung sehr gut gepasst, der Typ, ne? Mit diesen. Ich erinnere mich noch an diese strähnig-eligen Haare, nicht mehr ganz dicht, das weiß ich noch. Ja, das ist Milo. Gib mir mal den Injektor-Revolver. Okay. So, ich würde es halt direkt erstmal melden über Comlink, ja, und ein Bild schicken. Milo gesichtet im Hinterhof. Und dann kurz schauen, was die anderen machen und sagen. Ja, wollen wir einfach direkt danach fragen. Also das gute alte, höfliche einfach danach fragen. Und wenn er dann Wind bekommt, wird er ja fliehen. Aber wir haben ja gerade Advantage auf die Position. Du willst den Kioskverkäufer darauf ansprechen, oder wie? Ja, erstmal, wir gehen rein, kaufen ein paar Zigaretten und binden ihn in ein Gespräch ein und sagen, dass wir jemanden suchen und beschreiben den. Und dann gucken wir einfach weiter, was passiert. Ja, wir können es probieren. Dave? Was haben wir denn zu verlieren? Du bist die Autoritätsperson gewesen, ja, du hast die Schutzweste. Ich bin der Meinung, du solltest an den Tresen gehen und mit dem Mann sprechen. Got your back. Okay. Aber du musst bedenken, du hast natürlich jetzt das bessere Charisma durch den ganzen Alkohol. Ich bin ja bei dir. Gott sei Dank. Ich möchte Gott sei nur Dank. Nicht First Row spielen. Ich bin gerne im Gespräch dabei. So einem Ladenbesitzer niedergeschossen werden möchte ich jetzt auch nicht. Aber du willst, dass ich niedergeschossen werde. Nein, du hast die Weste, mein Freund. Außerdem hast du ja, aber die deckt nicht meinen Kopf. Die diskutiert. Dein sechster Sinn, deine Special Senses werden uns dann warnen und dann kannst du dich auf mich schmeißen. Meine Spinnen sind so, ne? Und wenn du betroffen bist, teile dich. Ey, du hast Gottes Segen auf deiner Seite. Du hast Gottes Segen auf deiner Seite. Was will man mehr? Darüber sprechen wir später. Okay, wir probieren es einfach. Ja. Okay. Ja, dann betreten wir den Laden. Kauf die ohne Filter. Ja, kommst du eigentlich mit oder soll ich alleine rein? Ja, klar komme ich mit. Okay. Ja, dann drücken wir die Zigaretten aus und gehen erstmal in den Laden rein. Ich würde sagen, wir schauen so ein bisschen um, was er so in seinem Laden verkauft, außer Futter für riesige Katzen. Ja, also er hat da hat ein paar Zeitschriften. Aber das sind wirklich nur noch ein paar. Das ist so, wer Papier liebt, der kauft vielleicht so ein Ding, die ist noch relativ alt. Das meiste gibt es inzwischen auf irgendwelchen digitalen Geschichten. Dann hat er halt ja diverse Alkoholika, Spirituosen, ein paar Erfrischungsgetränke, kalt dann sein
zwei Kühlschränken. Die Schokoriegel sind alle weg. Ihr seht, wo der Platz dafür war. Ja, die liegen vor Del da an dem Tresen, der die gerade reinmampft. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch diverse Sachen zu rauchen. Zigaretten, Zigarren, so ein Zeug. Das war's eigentlich. Und die Qualität von dem Krempel ist, naja, nicht ganz so tolle. Aber das Gebiet, zum Gebiet passend. Okay. Ja, dann würde ich zum Verkäufer gehen und ihn mal höflich ansprechen. Ja, zum Verkäufer gehen ist halt, du musst dich an Del einmal vorbeiquetschen und dann stehst du am Verkäufer. Also der Laden ist halt wirklich, ne? Zwei Kühlschränke, Theke, das ist 1,20 Meter oder 1,60 Meter oder sowas, ne? Also ich wollte jetzt okay, nicht direkt am Tresen stehen, um Kundschaft zu blockieren. Ich dachte, der ist weit genug, dass ich mich irgendwo ins Eck stellen kann. Nee, oder so. Nee. Ist, der Laden ist wirklich super, super klein. Du stehst im Weg, ja, egal wo du da drin stehst. Da stell ich mich hinten vor die Kühlschränke, damit zumindest jemand zu ihm kann. Also du quetscht dich an die Kühlschränke. Ich wollte andere einkaufen. Gut. Und du drängst dich dann an der Katze vorbei und der Typ in dem Laden, wie gesagt, 1,90 Meter groß, schwarze kurze Haare, Brille mit Headset, ja, fällt euch auch auf. Also so, ja, hat halt so eine Brille auf, seitlich so ein Ding runtergeklappt. Ja, ein bisschen dicklich, aber auch kräftig hinter der Ladentheke. Mit der rechten Hand jetzt unter der Theke, guckt euch an und meint, ja, ganz schön viel los hier, ein Haufen Gesichter, die ich nicht kenne. So ungewöhnlich. Ja, das sind die einzigen Läden, die noch offen haben, die Uhrzeit. Und bei der Kälte draußen muss man ja irgendwo Zuflucht finden. Spricht sich auf den Straßen rum, die Schokoriegel seien fantastisch hier. Es zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht und meint, naja, aber leider jetzt auch alle. Aber ich habe gehört, du verkaufst da noch was anderes außer Schokoriegel. Ja, klar. Ich habe gehört, du verkaufst da noch was anderes außer Schokoriegel. Da kannst du noch ein Bier haben, ein bisschen Alkohol, ein paar Erfrischungsgetränke, alles, was du siehst. Hast du auch was anderes, was ich nicht sehe? Nee. Sorry, unter der Ladentheke verkaufe ich nichts. Okay, ich dachte nur, du weißt ja, wie es in so einer Gegend ist. Und ich habe gehört, deine Psychos sollen super sein. Wer ist super? Meine Psychos? Deine Psychos, ja. Weiß nicht, was du meinst. Nee, bist hier falsch. Nee sorry, ich deal mit nix. Okay, ja, dann muss wohl meine Quelle falsch sein. Da muss ich nochmal mit meinem Kumpel reden, der dich empfohlen hat. Ich glaube, er braucht auch nicht mehr so viel und deutet auf Nathan. Ja, ich rede ja auch von mir, ich will ja nichts für den kaufen. Okay. Nee, sorry, habe ich nichts. Müsste dir weiterziehen. Alles klar. Ja, ich kann also mal mit der Tür ins Haus und sagen halt sowas wie, naja, vielmehr suchen wir ja auch eher eine Person, die uns weiterhelfen kann als Stoff. Eine Person? Ja, jemand, der uns weiterhelfen kann. Wie gesagt, man erzählt sich hier, kriegt man neben Schokoriegeln vielleicht noch Dinge erledigt. Hier soll jemand sein, der einer der Besten ist. Naja, was soll ich sagen? Okay, das ist ein interessantes Gerücht. Das wäre mir sicherlich zu Ohren gekommen, wenn wir hier einen der besten irgendwas Dealer haben oder sowas. Ich meine, ansonsten, heute ist wenig los, weil es irgendwie ziemlich kalt da draußen ist, habe ich auch schon mitgekriegt. Kommen nämlich nicht so viele hier rein heute. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Leute, die hier diverse Sachen verkaufen. Die müsstet ihr aber draußen suchen. Aber wie gesagt, da sind heute nicht so viele unterwegs. Deswegen kann ich da euch auch niemanden empfehlen. Sorry. Ich würde einfach mal Milo beschreiben und sagen, so einen Typen suchen wir. Große. Der Dinge erledigt bekommen, richtig? Kann sein, ja. Was heißt hier kann sein? Du musst aber wissen, ob der was erledigen kann. Kann sein, dass der Typ Dinge erledigen kann, aber ich kenne den eigentlich nicht. Vielleicht habe ich ihn schon mal gesehen, vielleicht wohnt hier jemand. So. Du arbeitest doch hier, du kennst doch hier alle Leute. Kannst du doch nicht erzählen, dass du hier keinen Menschen kennst? Also, ja, ich kenne den, aber ich weiß nicht, was für ein Business der hängt. Sorry. Wirkt es so, als würde ich ihm das nicht abkaufen? Oder ansonsten würde ich mal. Also, das wäre ein Wurf auf Empathie oder du kannst natürlich zaubern. Aber ist beides, wir beides haben keine möglich. Zeit für Empathie, uns da jetzt durchzureden. Ich möchte die Wahrheit erkennen. Da würfel ich einen Augenblick. Wahrnehmung. 10. Und da geht der Magieskill drauf, richtig? Mhm, ja. Richtig.
Dann komme ich auf 42. 42. Ob er den Typen kennt, Wahrheit erkennen. Ja, er hat euch angelogen.